Guten Tag. In der letzten Folge war noch nicht so viel verzaubert. Kommt aber noch. In den nächsten Folgen. Ne, schön langsam anfangen, damit ich ein bisschen Gefühl für die Charaktere kriege und die anderen ein bisschen Gefühl füreinander. So genau kennen die sich auch nicht. Also die Charaktere. Also die ja eigentlich schon. Aber du weißt, was ich meine. Und ja, Promenadologie. Ende. Mehr muss man gar nicht wissen. Viel Spaß und bleibt geil. Ihr sitzt also an jenem Tage noch ein bisschen draußen, aber irgendwann ist ja auch mal gut. Sicherlich kam Martin noch mal irgendwann vorbei. Ja, völlig, was ich meine, was sie man erwarten, er kam halt etwas später. Ist normal. Das ist völlig normal. Und irgendwann werdet ihr euch aber dann vermutlich doch mal ein neues Heim machen. Wie ich das bereits schon mal sagte. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal gesagt habe. Aber was euch auffällt, wenn ihr in eurem Bette liegt oder allgemein, wenn ihr in eurem Zimmer seid, wenn einer von euch beiden entweder in seinem Zimmer herum oder auf dem Flur herumgeht, dann hört ihr das durch die Dielen sehr deutlich. Schön. Ist sehr deutlich. Die sind lang und miteinander verbunden und knarzen wie sonst was. Aber bevor ihr euch die Zähnchen putzt und unten nochmal feucht durchwischt und dann ins Bett zu gehen, wird es nochmal an eurer Haustür klingeln. Okay. Das ist dann so gegen 22.10 Uhr oder sowas in der Richtung. Ist doch noch gar nicht so spät. Ich weiß. Ja, da macht so viel auf. Schön. Vor der Tür steht A, der Wanst. An der Hand hat er, übrigens schon im Schlafanzug, versteht sich, einen Anfang 20-Jährigen, der irgendwie, der hat zwar ein relativ junges Gesicht, aber er wirkt insgesamt dann doch älter. Mit dem extrem, wie auch so viel, schwarzem Haar. Sehr dunkel, dunkel, dunkelbraunen Augen, fahler Haut, die ein wenig im schummrigen Licht des Flurs, des Hausflurs schimmert. Er trägt eine etwas altertümliche Kluft, vielleicht kann man das so bezeichnen. Es ist ein Hemd, weiß, mit einer etwas sportlicheren Anzugjacke, schwarz, mit Flicken, braun. Und einer schwarzen Korthose. Dazu Schuhe, die man als am ehesten als vielleicht Gamaschen bezeichnen würde. Also die Dinger sehen aus wie aus dem vorigen Jahrtausend. Und der ist leicht vornüber gebeugt. Er macht also einen ganz akkuraten Buckel. Schön. Er hat sehr, sehr schmale Lippen. Und die freie Hand, die nicht von dem Kind in Beschlag genommen wird, bewegt sich immer leicht schwingend und die Finger sind ständig in Bewegung, als würde er die unsichtbaren Fäden eines Saiteninstrumentes spielen. Keine Sorge, ihr könnt's nicht hören. Schön. Hallo. Es tut mir leid, Sie zu so später Stunde noch stören zu müssen. Allerdings war ich mir nicht bewusst, dass wir heute zwei neue Bewohner in diesem Hause begrüßen dürfen. Ich möchte mich recht herzlich dafür entschuldigen, dass dieses Unwissen nun quasi wie Höflichkeit aussieht und möchte mich von selbiger innigst distanzieren. Guten Abend. Mein Name ist Satt. Sandro Satt. Ich hörte, Sie haben schon den Wanst kennengelernt. Ja, schon mehrfach. Zuletzt, wann war das? Heute Vormittag. Er legt den Kopf etwas schief und lächelt. Es sieht aus wie eine Geste, die er lange geübt hat, die ihm aber noch nicht
so leicht von der Hand und auch nicht vom Gesicht geht. Wollen Sie noch reinkommen? Oh, das wäre sicherlich etwas zu viel des Guten. Es ist ja nun auch schon eine etwas unchristliche Zeit. Jedoch möchte ich unbedingt und das auch gerne meiner Pflicht nachkommen und Ihnen ein Einzugsgeschenk überreichen. Ich hoffe, Sie sehen mir nach, dass ob der mangelnden Vorbereitungszeit es etwas unkreativ wirkt. Aber ich habe hier eine Flasche guten Weines, der, wie man mir sagte, von besonders erlesenem Geschmack sei. Ich selbst weiß das leider nicht zu beurteilen. Ich kann mich nicht als Kenner bezeichnen. Und da gibt euch eine Flasche, die nicht super alt ist, aber vielleicht schon ein, zwei Jahrzehnte auf dem Buckel hat. Und das ist tatsächlich ziemlich neu, aber na gut. Und es ist nicht der billigste Schund. Und sie ist, wie gesagt, auch schon eine Flasche, kein Tetrapack. Cool. Okay. Vielen Dank. Ich hoffe, Sie werden ihn gemeinsam unter dem Sternenhimmel genießen. Ich hörte, er wurde auch unter freiem Himmel gekeltert. Des Weiteren. Er blickt jetzt zum Wanst. Ja, des Weiteren möchte ich euch auch etwas geben. Hier. Ihr kriegt hier eine Knetfigur von einem Ding. Die Knete ist gebrannt. Sie hat offenbar verschiedene Farben irgendwie gemischt. Es ist ein Tier. Oder ein Mensch. Also, es hat einen Kopf. Der ist jetzt nicht rund. Aber er hat einen Kopf. Eine Anzahl von Beinen, die überschaubar ist, aber es sind auf jeden Fall nicht nur zwei. Es könnte aber auch eins davon arm sein. Wie auch immer. Es ist eine Sechsjährige, die knetet und sie wollte was machen, okay. Na cool. Das ist aber schön. Dankeschön. Wir haben dich beim Grillen vermisst. Grillen? Ja. Sie leckt sich etwas über die Lippen und bekommt deswegen von Herrn Satt aus seiner Tasche, Umhängetasche, eine Harzer Blasenwurst in die Hand gedrückt. Ich weiß nicht, ob ihr die Größe einer Harzer Blasenwurst ermessen könnt. Die ist ungefähr oberarmdick. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir noch ein Grilldings im Kühlschrank haben, aufgehoben haben für sie. Ja, oder wir haben noch mit Sicherheit. Über. Bestimmt, aber er war schneller und sie beißt durch die Pelle dieser gigantischen Wurst kräftig und schluckt dann. Das ist übrigens ein Monster und das stellt ihr euch neben das Bett und das vertreibt die Albtraummonster und das macht es gut, denn ich hab's gemacht und ich muss wissen, wie das geht, denn ich bin nicht nur die freie Frau von den Salzlanden, sondern auch ein Monster. Daraufhin wird... Das werde ich mir auf jeden Fall in das Bett stellen. Dankeschön. Sie beißt nochmal kräftig rein und bespuckt dich, weil er sie mit dem Kopf schüttelt, unwissentlich mit etwas von dem Aspik dieser geilen Wurst. Sie wird aber kurz einen Schritt nach hinten gezogen und der Mann flüstert ihr etwas ins Ohr, was... Ich meine, er flüstert die ganze Zeit, aber... Jetzt auch noch in ihr Ohr, deswegen wird das David nicht mitkriegen. Sophie hat aber spitze Ohren. Du verstehst Folgendes. Wenn du das noch einmal sagst, dann gibt es einen Mond und einen Tag. Kein Fleisch und keine Wurst mehr für dich. Nur Gemüse. Der Wanz wird instinktiv fest in die Wurst beißen. Es ist quasi eine Art Angstbiss, wie ein Hund. Aber ich bin ein Monster. Ja, aber eine Freifrau bist du nicht. Dann würde er wieder zu euch aufblicken. Entschuldigen Sie bitte, ich hatte... Es ist wichtig, dass man immer sofort bei den wichtigen Dingen einschreitet. Nun, wir möchten Sie auch gar nicht länger stören. Wir hoffen beide inniglichst,
dass sie Freude an unseren kleinen Gaben haben und sich allgemein im Hause wohlfühlen. Bestimmt. Vielen Dank. Ja, dankeschön. Nun denn, ich wünsche noch einen schönen Abend und eine aufregende Nacht. Dann würde ich euch zunicken. Es kann uns ja nichts passieren. Wir haben ja ein Beschützermonster bei uns. Wer hat verstanden und bin beeindruckt. Dann wird er sie runterziehen. Also nicht übelhart hinter sich herziehen, aber mit ihr runtergehen und euch nochmal auf der halben Treppe zunicken. Sein Lächeln, sein schmallippiges Lächeln und die im Schatten tatsächlich jetzt schwarz wirkenden Augen haben nicht direkt etwas Beunruhigendes. Aber sie haben doch etwas sehr Fremdes. Sophie ist ein bisschen fasziniert. Kurze Outtime-Frage. War es zu verstehen, ja, ne? Ja, war gut zu verstehen. Okay. Das ist okay, ja. Gut. Na dann, der Abend ist noch jung. Der Himmel ist klar. Du warst noch nicht auf dem Dach. Ich glaube, das ist richtig. Die richtige Zeit. Ja, ne? Warte, lass mich nur eben kurz mein Wachmonster neben mein Bett stellen. Und den Korkenzieher mitnehmen. Jep. Der liegt in der linken Schublade im zweiten Schrank von rechts. Ach, das ist gut, dass du mir das sagst. Ich hätte jetzt einen zweiten Karton neben der Tür gesucht. Siehste? Den habe ich schon eingeräumt. Sophie nimmt zwei Gläser. Es sind keine Weingläser, sondern Saftgläser. Und die Flasche, den Korkenzieher und irgendwas mit Licht, irgendeine Kerze, vielleicht eine Laterne. Ja. Und geht mit David nach oben. Yay. Oh shit, ich sollte vielleicht in meinem Fenster überfinden. Ja. Verzeiht. Ich wollte eure tiefen Immersionen nicht gefährden. Ach, lutscht dir doch den Schwanz. Das wird er wahrscheinlich gleich machen. Ich vermute auch. Wenn's so gut schmeckt. Dann werden wir oben sein. Sophie hat wahrscheinlich sogar noch eine Decke mit hochgenommen oder so, weil auf der Dachpappe selber sitzen kann man auch, muss man aber nicht. Und macht dann den Wein auf, gibt David ein Glas, lehnt sich zurück, zündet sich eine Zigarette an. Jo. Tatsächlich kann man an dem angrenzenden Spitzdachaufbau übel gut seinen Rücken anlehnen. Es hat etwas sehr Bequemes. Er hat genau die richtige Neigung. Na, perfekt. Ich gemacht. So is it. Der Wein schmeckt. Na dann. Gewöhnungsbedürftig. Das kam zu spät. Er schmeckt. Punkt. Alles andere habe ich nicht verstanden. Alles andere haben wir auch nicht gehört. Hat er nie gesagt. Er schmeckt wie kein Wein, den ihr je gekostet haben solltet. Ich komme vom Bauernhof. Da gab es Bier. Vielleicht hast du ja irgendwann schon mal Wein an deiner Zunge gehabt. Kann ja sein. In Sicherheit, aber. Ansonsten wäre das immer noch eine wahre Aussage. Tütenwein Mittwoch halt. Aber spätestens, wenn du mit Sophie öfter mal. Also, die hat öfter mal Wein getrunken, auch nicht immer den schlechtesten. Na guck. Sie ist jetzt niemand, der sich wirklich als Weinkenner bezeichnet. Die hat so die Weine, die ihr schmecken und die, die ihr nicht so gut schmecken. Und das entscheidet sie. Keine Ahnung, sie hat sich irgendwann mal angefangen, die zu merken, die sie gerne trinkt, und das war's eigentlich. Der Wein schmeckt, und hier kommt der Clou, nach vergorenen Trauben. Aber! Nice! Ja, ja. Ihr seid nicht so Leute, die dann extrem lange darüber nachdenken, wie man eine Geschmacksrichtung dieses Weins bezeichnen sollte und ob er fruchtig im Abgang oder irgend so ein Ich weiß, dass ihr nicht solcher Leute seid. Das ist auch in Ordnung. Aber wenn ihr Worte finden wolltet,
dafür, wie dieses Gebräu, wenn man es erstmal hinter ihr würcht hat, nur schmecken soll. Dann würde einem am ehesten in den Sinn kommen, der Wein schmeckt nach Aufregung, nach Abenteuer, nach einem Abend im Kamin in einer winterlichen Hütte, einen gemütlichen Abend, wo man draußen den Wind heulen hört und die Tiere, vor allen Dingen Wölfe, und nach nach Vorfreude. Das ist schon nett. Das wird hingenommen, erfreut hingenommen und bettet sich hervorragend in den Ausklang dieses wunderbaren Abends ein. So ist das. Mit Ausklang vor allen Dingen deswegen, weil ihr auf dem Dach noch entschlummern werdet. Oh, gut, dann sind wir wenigstens nicht in der Wohnung eingeschlafen. Ihr merkt es nicht. Merkt nicht, dass ihr irgendwie müde werdet oder dann irgendwie immer es Zeit wird, einfach mal die Leiter herabzusteigen, sondern ihr gleitet einfach in den Traum. Schön, ich habe gerade mein Beschützermonster weggetan. Super. Wo kriege ich denn Beschützermonster, wenn ich mich nicht beschützen kann? Sophie. Spielleiter. Du findest dich seltsam verwandelt, aber für dich schwer zu erfassen, in welcher Form, immer noch humanoid, in einer Schlucht. Die Sonne brennt in einer Unerbitterlichkeit, die dir auch aus den letzten zwei Tagen völlig unbekannt ist. Sie ist verzehrend. Sie steht hoch am Himmel, gerade immer über dir. Man könnte auch sagen im Zenit. Und um dich herum gibt es kein Blatt, kein Grün, kein Leben. Denn es ist alles offenbar verbrannt. Außerdem geht natürlich auch kein Wind. Nur Stein. Hier und da ein zertretener Tierschädel. Und Geröll. Am Horizont, sagen wir am Horizont, siehst du einen Aufbau an einem Ende der Schlucht offenbar. Schwer zu erkennen von hier, was das sein soll. Dann tue ich jetzt das Einzige, was ich das Gefühl habe, tun zu können, in diese Richtung zu gehen und diesen unsäglichen Ort irgendwie zu verlassen. Vermutlich bist du Wochen unterwegs. Oder Monate. Es ist unerträglich und es ist eintönig. Natürlich hast du kein Wasser dabei. Natürlich hast du keinen Proviant dabei. Das Einzige, was du dabei hast, ist eine Holzschatulle mit Tabak. Ein offenbar selbst geschöpftes Papier ohne Filter. Und wenn du dir damit eine Kippe drehen möchtest, musst du sie nur eine Weile direkt über deinen Schädel halten, damit sie sich langsam entzündet. Ich glaube, es ist zu heiß dafür. Das stimmt. Deswegen tut sie das nicht. Nach dieser schier unsäglichen Qual, die du wenigstens noch mit einigermaßen erhobenem Haupt durchleben kannst, und das ist ja das Wichtigste, erreichst du also den Horizont. Du siehst in einiger Entfernung ein gigantisches Rad mit vier Zeichen an jeweils einer Ecke, Seite. Es handelt sich um einen grünen Setzling, der einen Steinboden durchbricht. Eine Sonnenblume, wobei die Blüte quasi die echte Sonne ist.
Trauben und Eicheln einmal schön angeordnet tatsächlich. Und drei Stechpalmenblätter mit drei dieser Früchte. Das Rad ist offenbar blockiert durch vier Schwerter von unsagbar prunkvoller Ausstattung. Das sind nicht nur Schwerter, die offenbar massiv sind, denn sie sind ungefähr so lang wie du, sondern sie sind natürlich auch mit allerhand Edelsteinen verziert. Davor steht ein Ritter. Ein Ritter von hochgewachsener Gestalt, ebenfalls prunkvoller Rüstung, perfekt geschnittenen marmornen Gesichtszügen mit einer Haut aus Marmor, mit goldenen, vollständig goldenen Augen. Und er sitzt auf einem Einhorn. Das Einhorn selbst ist weiß wie Schnee, mit einer langen, schönen Mähne und mit einem Blick, der jedem, der es erblickt, vielleicht auch dir, direkt die Marter des Schreckens in die Knochen treibt. Das Einhorn sieht aus wie Tod und Zerstörung, wie Wahnsinn in Fleisch gegossen. Das Einhorn sieht aus, als wäre seine gesamte Existenz, seine Lebenszwecke nur darin begründet, kleine Kinder in den Wald zu locken und dann aufzuspießen, sich an ihrem Fleisch zu laben oder in einer Schlacht über sie herüber zu trampeln, Knochen brechen zu lassen. Und das ist die Freude des Einhorns. Sophie weicht kurz ein zurück, betrachtet sich irgendwie in einer Mischung aus erschrocken, fasziniert und machtlos oder resigniert diese Situation. Ich denke, ich muss nicht erwähnen, dass übrigens die Sonnenblume mit dem Sonnenkopf ganz oben beim Rad gerade ist, ja? Nee, musst du nicht. Sie war ja die Sonne. Das stimmt. Der Ritter wird jetzt von seinem bestialischen Ross absteigen und ein paar Schritte auf dich zutun. Wer seid ihr? Sophie. Sophie und weiter? Ist das wichtig? Wer keinen Namen hat, der ist ein Niemand. Wer seid ihr? Ich bin der Hüter des Rades, Sohn von Tull, Sir Horat. Und ich bin die Mechanikerin, die dafür da ist, das Rad wieder zum Laufen zu bringen. Dann seid ihr ein Feind. Nein, ich glaube nicht. Die vier haben beschlossen, dass der Sommer herrscht. Die Welt ist verbrannt. Die Welt muss brennen, weil sie sonst gefriert. Gibt es einen Unterschied zwischen einer Steinwüste oder einer Eiswüste? Den gibt es. Die verzweifelte Kälte der Banalität, wir entrinnen ihr alle. Der Sommer verbrennt das Leben und lässt ein paar, die stark genug sind, zurück. Wir feiern den Sommer. Der Sommer macht uns stark. Der Sommer macht uns schön. Der Sommer macht uns prächtig. Und Feuer verbrennt genauso wie Eis. Da draußen ist nichts mehr. Es gibt nichts mehr zu feiern. Gar nichts mehr. Lieber wollen wir brennen, als dass wir erkalten. Asche wird man doch so oder so. Wer Asche ist, der ist etwas. Der letzte Winter macht uns zu nichts. Ihr steht vor mir und wollt mir was sagen.
Dass ich wieder gehen soll? Mich abwenden? Zulassen, was hier passiert? Nein. Ich bin der Hüter des Rades. Ich diene meinem Herrn. Ich diene dem Sommer. Ich beuge mich der Macht der Sonne und erstrahle in ihrem Glanz. Durch mich soll aus dem Funken des Lebens eine lodernde Flamme werden, bis es verglüht. Mein Wille voll von Eifer, mein Leib dem Feuer, mein Dienst dem Sommer. Seid ihr ein Feind des Sommers, so geht oder kämpft. Seht ihr? Blinder Gehorsam. Zulassen, dass das, was man selbst vielleicht nicht einmal wirklich glaubt, alles um einen herum zerstört, das nenne ich banal. Wie kannst du's wagen? Die Wahrheit zu sagen? Er zieht sein Schwert. Diese Beleidigung wird nicht ungesühnt bleiben. Stell dich. Dann wird er ein paar Schritte auf dich zugehen. Sie weicht erstmal instinktiv ein paar Schritte zurück. Du willst nicht kämpfen? Dann knie und leiste Abbitte. Für wahr edel seid ihr nicht. Sonst könntet ihr die Wahrheit ertragen. Die Zeiten brauchen keinen Edelmut. Die Zeiten brauchen jemanden, der überlebt. Den Zeiten muss es erlaubt sein, weiterzulaufen. Im Moment läuft nichts, im Moment ist alles tot. Vielleicht solltet ihr einfach die Blockade mal wegnehmen. Wäre das ein Anfang? Ich bin verschworen an meinen Herrn. Ich kann nicht, selbst wenn ich es wollte. Wollt ihr es denn? Nein. Warum nicht? Weil euer Herr es nicht will? Das Rad sich drehen zu lassen, brächte einen letzten Herbst und den letzten, den schrecklichsten aller Winter. Woher wisst ihr das? Blickt euch um. Hier gibt es nichts mehr anzusehen. Was könnte schlimmer sein als das hier? Nichts. Nicht hier. Wenn ihr erwacht, blickt euch um. Und seht, das letzte bisschen Sommer, was wir noch für uns behalten können, gegenüber dem nahenden und schrecklichen, dem verderbenden und banalen Winter. Ihr werdet es erkennen. Und nun geht, bevor ich es mir anders überlege. Ich weiß nicht, ob der Winter das ist, was ihr fürchten solltet. Ich weiß nicht, ob ihr euch nicht vielleicht besser vor euch selber fürchten solltet. Sie geht. Gut. Was für ein beschwerlichen und unvorstellbar langen und erniedrigenden Weg vor dir. Aber wenigstens wird Sir William van Eyck Fisher? Ja. Sich jetzt auf deiner Schulter niederlassen. Da hast du wenigstens Gesellschaft. David! Ja? Du steigst hinab in eine steile Grotte. Sie ist feucht und der Weg ist glitschig. Der Weg ist uneben und der Weg ist beschwerlich. Von unten, tief unten, siehst du ein fahles, silbernes Licht. Du weißt, dass du hier richtig bist, denn du hast den Stein hier versteckt. Vor Tausenden, vor Zehntausenden, vor Hunderttausenden von Jahren. Na guck, dann hol ich den doch. Sie hat es dir gesagt, dass du es tun musst.
denn vor ihm war der Stein nicht sicher. Also bist du hinabgestiegen, aber ist er noch da oder ist das nur der fahle Glanz seiner einstigen Pracht? Naja, wer weiß, sonst ist es hier jetzt, nicht wahr? Wenn er es herausgefunden hat. Wäre schlecht. Das wäre es. Dann sollte ich vielleicht mal nachgucken gehen, wie sie... Steigst hinab. Natürlich. Und auch bei dir dauert es ewig. Auch du hast natürlich irgendwie keinen Anhaltspunkt dafür, wie lange, denn du hast natürlich auch keine Tageszeiten. Nur ab und zu hast du die Möglichkeit, und das ist auch dringend nötig, das Wasser von der Höhlenwand zu lecken und schimmelige Pilze in dich reinzustopfen. Und das wirkt, als würdest du einfach deinem Ziel nicht näher kommen, egal was du tust. Egal, ob du schnell oder langsam gehst. Ich hab das verdammt gut versteckt. Das stimmt. Ich war schon immer gut in Dingen. Und dafür hast du viel geopfert. Das weißt du noch. Du hast viel geopfert, du hast alles gegeben und du hast lange gelitten. Aber sie hatte recht, es war wichtig, ihn zu verstecken. Und dein Wille treibt dich weiter hinab in die Grotte. Bis du an einem See ankommst. Es gibt kein Ufer herum. Er war früher nicht da. Das Leuchten kommt von unterm See. Er wirkt tief, schwarz und still. Gibt es eine Art Eimer? Gibt es eine Art Eimer? Es gibt keinen Eimer, aber wozu brauchst du einen Eimer? Du hast deine Hände und du hast Stein. Und einen Steineimer zu machen, das kostet dich 5 Minuten. Dann mache ich mir einen Steineimer. Und dann werde ich den See ausschütten, quasi. Wohin? Oben war kein See. Du musst mindestens 5 beschwerliche Minuten pro Eimer laufen, bis du ihn irgendwo abkippen kannst, sodass er nicht wieder reinfließt, denn die Grotte ist natürlich geneigt. In ein anderes Becken. Es ist eine unheimlich müßige Arbeit. Versteht sich. Natürlich. Bei deiner 10. Runde erkennst du neben dem See offenbar den Wanz. Der trägt die gleiche Kleidung, die er noch am Tag anhatte, aber er trägt eine Maske. Mit einem Smiley-Gesicht. Gelb. Passt nicht in das Ambiente. Unverschämt. Hallo, Wanz. Dein Traum ist total langweilig. Ja, aber es muss auch getan werden. Was denn? Na, du könntest mir helfen, zum Beispiel diesen See auszuschütten. Das ist ja total langweilig. Na, du kannst ihn wegen mir auch austrinken. Aber ich glaube nicht, dass du das hinkriegst. Darf ich? Wenn du möchtest. Schmeckt der gut? Bestimmt. Lügst du auch nicht? Ich habe ihn noch nicht probiert. Was sagst du dazu, Schlangi? Du siehst jetzt erst neben mir auf einem Stein diese Plüschschlange, die sie immer dabei hat. Allerdings ist sie mit Leben erfüllt. Das heißt, sie wird sich langsam zu ihr hochregeln und sie, das fällt ihr erst jetzt auf, denn vorher war sie halt immer verwurschtelt an ihrem Körper. Ein unheimlich dämliches Gesicht. Er hat so einen nach oben gebogenen Lächelmund, was bei einer Schlange einfach wirklich unfassbar dumm aussieht. Vor allem, weil man den Mund auch zusätzlich noch aufklappen kann. Und dann so dicke rosa Pausbacken kreisrund. Das sieht einfach aus. Gottes Willen, auf jeden Fall diese Schlange. Wird dir was ins Ohr flüstern, also zischen. Der Wanz scheint danach zu überlegen. Geht zum See
und trinkt ihn leer. Eiskalt. Er schwillt allerdings nicht an, also der Banst. Lässt sich danach aber auf einen Stein plumpsen. Wow, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Und rülpst. Die Respekt. Ganze Grotte wird von einem schallenden Kinderrülps erfasst. Einem schallenden Kinderrülps. Ups. Ich hab Bauchschmerzen. Ich muss sagen, Dankeschön. Es war faszinierend. Ich hoffe, dein Bauch tut nicht so sehr weh. Es waren Fische drin. Hm. Waren sie lecker? Keine Ahnung. Ich hab sie ja gleich runtergeschluckt. Wird's da unten spannender? Na, wir hoffen doch. Cool. Dann wird sie jetzt nach unten voranspringen. Ich folge, beziehungsweise gehe halt. Ich versuche dann halt vorzugehen. Weil ich kenne ja den Weg. Naja, so halb. Das ist einfach zu lange her. Am Ende kommst du an. Und das Licht ist für dich einfach blenden. Komplett. Aber du weißt, dass er noch da ist. Sehr gut. Du weißt, dass du ihn nicht anblicken kannst, weil du dafür gesorgt hast, dass ihn niemand anblicken kann. Sehr gut. Aber wenn dein Blick sich abwendet, dann siehst du auf dem Boden einen Fußabdruck, der sich in die Höhle gegraben hat. Jemand stand hier lange, unheimlich lange, damit das in Stein passiert. 1000 Jahre hat er hier gestanden und gewartet. Etwas versucht vielleicht, irgendwas. Er war hier. Dann ist der Stein also hier nicht mehr sicher. Der Stein ist hier nicht mehr sicher. Dann nehme ich den Stein an mich. Du kannst ihn nicht an dich nehmen. Ich muss ihn ja nicht angucken. Du kannst ihn nicht an dich nehmen, weil er nicht hier ist. Er ist hier an diesem Ort. Aber du bist es nicht. Ach so, das ist natürlich ärgerlich. Du bist da und siehst, wie der Ort, an dem du ihn versteckt hast, jetzt aussieht. Du weißt, dass es alles real ist, dass es die Entsprechung von dem ist, wie es dort sein muss. Der See und alles ist genauso dort auch. Aber du bist nicht dort. In der Tat. Das ist ja auch vollkommen logisch, dass ich das erklären muss, mein Junge. Ja, es gibt völlig Sinn. Also ich weiß nicht, warum du daran zweifelst, dass ich das nicht verstehen würde. Der Wanst zieht an deinem Hosenbein. Ja. Das ich kann muss ich pinkeln. Ja, dann komm mal mit. Wir stellen uns an den Rand und dann kannst du so pinkeln. Mhm. An welchen Rand? Naja, da wo vorher der Rand des Sees war. Mhm. Sie wird sich zu dir umdrehen. Dreh dich weg. Ja, ja. Und dann wirst du ein Plätschern hören. Und der See ist wieder da schon. Nein. Nein, nein, da ist kein See. Du siehst nicht mehr, wo sie hingemacht hat. Ich kann dir nur sagen, dass es nicht auf deine Schuhe war. Das ist doch nett. Das war langweilig. Dann wird sie ihre Schlange nehmen. Es tut mir leid, dass du nicht gelangweilt hast. Ja, ist ja nicht so schlimm. Das nächste Mal. Ja, ne, das ist halt. Ich sag mal so, es hat halt schon was gebracht. Ja. Du? Ja? Sag bloß nicht, dem Sandro, dass ich hier war. Gut, das kriegen wir hin. Und mit den Worten nimmt sie die Maske ab und darunter kommen
Ein Gesichtsausdruck, der etwas sehr Bestialisches und Bösartiges an sich hat, mit kleinen, gemeinen Augen, einer braunen Haut und einem Kiefer, der jeder Beschreibung spottet zum Vorschein, mit mahlenden, alles vernichtenden und zertrümmernden Zähnen zum Vorschein. Und sie meint, sonst esse ich dein Gesicht. Dann setzt sie sich die Maske wieder auf und klettert nach oben. Die Drogen wäre gar nicht nötig gewesen. Hätte ich eh nicht beraten. Man kann ja nie wissen. Doch, du kannst mir vertrauen. Pah! Was soll das denn jetzt heißen? Ich höre dich nicht, ich höre dich nicht, ich höre dich nicht. Hat sie das Echo selber gemacht oder ist sie jetzt selber wirklich weit weg? Sie sagt es mehrmals, aber sie klettert halt weiter. Ja, ich folge ihr und ja, ich habe Spaß bei dem Aufstieg, weil ich mich mit dem Kind unterhalte. Sehr gut. Gut, ihr werdet beide erwachen. Auf dem Dach übrigens. Das Schöne ist ja, dass, wann geht denn die, die Sonne im August auf? Rechtzeitig, wie ich annehme. Gegen 5 oder so. Also wird sie gegen 7 ungefähr hoch genug stehen, sodass sie über dieses Schrägdach drüber scheint und euch volle Bude auf den Dez hämmert. Hey, aber ihr habt keinen Kater. Das ist schön. Die Ereignisse der Nacht sind noch da. Sophie aber steht augenblicklich auf, wortlos, geht runter ins Zimmer. Vorsicht, Vorsicht, nicht runterfallen. Ihr merkt, dass sie langsam an den Ecken und Kanten, eigentlich nicht an den Ecken und Kanten, sondern eher an den Rundungen abgenutzt werden. Also die Ereignisse, dass die kleinen Details langsam sich eurem Griff entziehen. Halt wie bei einem Scheißtraum, wenn du versuchst, dich an ihn zu erinnern. Deswegen wird Sophie sich sofort ihren Block nehmen und verschiedene Skizzen von bestimmten Bildern machen. Dann werden zwar die Details möglicherweise einige irgendwie verloren gehen, aber sie wird sich an wesentlich mehr erinnern, weil sie eine Erinnerungsstütze hat. Ja, ich gehe mit ihr runter und möchtest du auch Kaffee? Ich hatte voll den seltsamen Traum. Die hört dir überhaupt nicht zu. Ich red dir trotzdem auf dich ein. Ich erzähle meinen Traum. Auch wenn sie das nicht hört. Sie scheint in der Tat recht entrückt. Ja, wir haben das mal mit der Kanzler. Ja, ich mache ja Kaffee und rede mit ihr. Tja, ich weiß ja nicht, ob sie nicht zuhört. Ja, egal. Die ist ja nicht in der Küche, die geht dann auch in ihr Zimmer sofort. Ja und? Ja, ich sag nur. Und Kaffee bringe ich ihr trotzdem vorbei und rede halt weiter mit ihr. So ist ja nicht. Die Wohnung ist klein. Die ist auch eine Weile beschäftigt. Hm. Die kommt noch den ganzen Tag nicht raus. Sehr gut. So lange brauchst du? Naja, aus den Skizzen werden, also sie, ja, tatsächlich okay, brauchst okay. du so lange. Okay. David. Ja? Du wirst gemütlich einen Kaffee trinken und ein bisschen Frühstück essen und unter die Dusche springen, was auch immer du so tust. Und ich nehme an, du wirst dann entweder anfangen, in deinem Zimmer zu lernen oder in die Bibliothek fahren. Eins von beiden. Du bekommst gegen 9 Uhr einen Anruf einer unbekannten Nummer. David? Guten Tag, hier ist Frau Knut vom Immatrikulationsamt. Wir müssen Ihnen mitteilen, dass die Prüfung am 13.8., also jetzt morgen, verschoben wird. Beziehungsweise wissen wir nicht, ob wir die ganz aussetzen müssen. Das würden wir Ihnen noch schriftlich mitteilen. Die Adresse an der Talstraße ist noch korrekt? Ich gebe Ihnen noch meine neue Adresse. Ah, okay, dann kann ich das gleich eintragen. Vielen Dank. Ja, also Ihr Dozent hat sich krank gemeldet heute früh. Und wir werden sehen, wie wir das umsetzen mit den Punkten. Aber entweder kommst du zu einer Prüfungswiederholung Anfang Oktober dann, wo sie noch keine Vorlesung haben, oder wir werden eine andere Lösung finden. Da brauchen sie sich erstmal keine Sorgen machen. Sie werden alles einen Monat vorher schriftlich mitgeteilt bekommen und ja. Danke. Ja. Also ich hoffe, es noch, geht ihm, ich hoffe, ja? es geht ihm nicht so schlimm. Also.
Ich habe darüber ehrlich gesagt keine Informationen. Also ich bin da nur Aushilfe, die dann weitergibt, ja? Dann geben Sie mal schöne Besserung weiter. Das mache ich natürlich gern. Ansonsten, super. Wenn Sie da was wissen wollen, können Sie sich bestimmt in seinem Büro irgendwie nachfragen. Prima, das machen wir. Dankeschön. Gut, schönen Tag noch. Jo, gleichfalls. Strange. Aber? Habe ich gerade gehört, Bier. Frei? Alter, das ist schon wieder so ein Säufer hier. Jodi. Zwei Stunden später bekommst du noch einen Anruf. Diesmal von Vali. Das ist eine Freundin von Sophie, bei der sie ja jetzt die letzten Wochen gepennt hat. Mhm. Genau, die ruft dich an. Hallo, was kann ich für dich tun? Hallo, Sophie geht nicht an ihr Handy und ich finde eure Putze nicht. Kein Problem. Wo bist du denn gerade? Sie beschreibt dir die Kreuzung direkt vor eurem Haus. Wenn ja, dann drehst du dich um, gehst zwei Schritte nach links und da klingelst du. Da ist doch... Oh, okay. Bis gleich. Wie kannst du denn die Tür übersehen? Ich bin nicht da. Oder doch, stimmt, ich bin oben. Warte mal kurz. Ich komm runter. Schön, ich dachte, ich bin der Bip, aber ich bin ja gar nicht. Ja, sie steht da unten vor der Tür mit zwei dicken Taschen mit irgendwelchen Gedöns. Ja, ich mache hier auf und nehme mir eine Tasche ab. Oder vielleicht auch sogar beide. Ach, danke. Kommst du da oben? Ja, dachte ich ja eigentlich schon, aber die feine Dame pennt wohl noch, oder was? Nö, die ist auf jeden Fall wach, die zeichnet irgendwas in ihrem Zimmer, die hat da voll den Zeichnungsflash. Sie tritt dann ein in euer Haus. Ja, ich guck erstmal, ja, vielleicht, na klar. Ich weiß noch nicht genau. Danke. Ja, bitte. Ich tappe hoch. Das ist ja abenteuerlich hier. Ja, das ist, ich sag mal, eine charmante Altbauwohnung, nicht wahr? Ja. So kann man das nennen, ja? Ja, wirklich gemütlich hier. Strom habt ihr, ja? Ja. Auch das haben wir. Toll. So schlimm ist auch nicht. Nee. Wirklich. Man weiß das bestimmt erst zu schätzen, wenn man dann eine Weile hier wohnt. Also mir gefällt's. Ist irgendwie rustikal und rustikal. Boah, da hätte ich drauf kommen müssen. Genau, das ist es nämlich. Rustikal ist gut. Komm erstmal mit rein. Hier links rum ist die Küche. Und wenn du geradeaus weitergehst, dann quasi auf der Nordseite, das ist ihr Zimmer. Danke. Bitte. Kann ich dir, wie gesagt, einen Kaffee anbieten? Oder einen Tee? Kann ich erstmal kurz die Küche sehen? Klar. Die ist blitzblank. Klar ist sie blitzblank, aber es ist halt immer noch dieselbe Küche. Ja, gut. Aber offenbar wollte sie auch genau das auschecken, wie diese Küche jetzt aussieht und wo der Kaffee herkommt, weißt du? Naja, momentan steht da auf jeden Fall eine Kanne mit Tee. Schwarzem Tee. Mhm. Oh, du, ich würde einen nehmen. Ja, klar, kein Problem. Ich geb dir eine Tasse, stell quasi ein bisschen Sahne daneben, stell Klünche daneben und gib ihr einen Löffel. Was für ein Zeug stellst du daneben? Sahne und? Klünche. Kandiszucker. Das ist großer Kandiszucker. Ah, sehr gut. Danke. In dem Beutel habe ich das hier. So, das ist der ganze Bartkram. Das ist hier so fies Zeug. Genau, hier. Süßkram. Oh, klar.
Kannst du behalten, du hast mich reingelassen. Die kriegt nix. Ah, hier wird brüderlich geteilt. Mhm. So, dankeschön. Sie geht jetzt auf Sophias zu und hämmert gegen das Glas. Ha? Dann macht sie die Tür auf. Du blöde Kuh! Hey, wo kommst du denn her? Ja, ne? Sie sieht verwirrt aus. Oh, du, Wally, das ist total lieb. Dann bringst du mir meinen ganzen Scheiß vorbei. Scheiße! Mann, Alter. Oh, shit. Wo wohnt ihr überhaupt? Das ist ja voll rustikal. Das ist vor allen Dingen erstmal billig. Sieht man gar nicht. Es ist aber eigentlich ganz in Ordnung. Achso, naja, okay. Naja, es ist ja auch wieder ein Männergeschmack. Fällt überall schon ein bisschen was ab, aber... Die Diskussion mit den rasierten Beinen hatten wir schon, ne? Und ich hab dir schon mal gesagt, ich will keine Männer mit rasierten Beinen, nur rasierten Armen. Und Rücken, bitte. Und Brust. Halt die normalen Sachen. Total normal. Und warum gehst du nicht mal in dein Handy? Hast du angerufen? Sie greift... Oh. Oh, Entschuldigung. Die 1200 Anrufe muss ich gepasst haben. Hey, du hast ja nur 5-mal angerufen. Das ist ja vielleicht auch scheiße. Tut mir leid. Na gut. Und das ist es jetzt, ja? Ja. Oh. Ich guck mal in den Innenhof. Aha. Okay. Ist auf jeden Fall ziemlich groß. Was denn in dem Einzimmer? Erstmal, zeigst mir erstmal die Wohnung jetzt. Naja, Sophie steht auf und geht zur Tür. So, das ist der Flur. Er ist groß und noch recht kahl. Da ist das Badezimmer. Also Dusche und Waschbecken. Ich wusste, ihr habt kein Klo. Doch, das ist da, an der anderen Tür. Gott sei Dank ist es nicht auf halber Treppe. Oh Gott. Nee, dazu wäre ich auch zu faul. Der Stubenhocker ist auch wieder da. Tee? Was denn gerade frisch auf? Den einzigen Wahn. Okay. Aus Riesentee. Ja, kann man auch mal nehmen. Ich habe gerade eine neue Kanne aufgesetzt. Sahne. Aber ich kann dir auch Milch geben, ja? Nee, Sahne ist in Ordnung. Wobei, nee, lieber Milch. Ja, ich stell dir das da hin. Cool, danke. So einen Mitbewohner müsste ich mir auch mal anschaffen. Wo gibt's sie denn? Guck mal bei den Agrarwissenschaftlern. Also bei der letzten Party von denen im Bauernclub habe ich nur Leute gesehen, die sich so die Hucke vollgesoffen haben, dass die Mediziner sich vorkamen wie nüchterne Kinder. Es ist ja auch noch früh am Tag. Gib dem Mann noch ein paar Stunden. Ah, naja, dann will ich vielleicht doch nicht so einen Mitbewohner. Genau, da ist das Klo. Und da ist das Zwischenzimmer. Da war ich noch gar nicht drin, ehrlich gesagt. Und es stellte sich raus, dass ihr eigentlich mit einem 65-jährigen Spanner namens Udo zusammenwohnt. Hi, Udo. Wer kennt Udo nicht? Sie wart noch nie... Sie geht in das Zimmer. Ihr wart da schon drin, ne? Aber jetzt noch nicht, seitdem ihr eingezogen seid. Ja. Richtig. Mmh.
Ja, Tapete braucht man auch nicht. Das kommt später. Was wollt ihr mit dem Raum machen? Keine Ahnung. Das wird ein Atelier-Arbeitszimmer-Laufzimmer, Spielzimmer, wie auch immer. Da fällt mir sicherlich was ein. Rauchzimmer. Nein, rauchen wir doch nur, wenn überhaupt. Strenges Regiment hier. Nee, wir haben uns schon geeinigt. Klar. David, weißt du, wie sie sich in ihrer letzten WG geeinigt hat? Ich grins einmal kurz. Naja, sie hat einfach mal die einen Teil der Belegschaft um den Finger gewickelt. Ja, stimmt. Aber ich meinte eigentlich, dass am Anfang, ja, rauchen in der Wohnung nicht. Und dann irgendwann, ja, okay, dann in deinem Zimmer. Und dann irgendwann, wenn die einfach früh dasteht und sich ein paar Eier brät mit Bohnen und eine Kippe im Mund hat, dann sagst du halt auch nichts mehr. Schon, dann fliegt sie hier nämlich hochgrad raus. Ich glaube nicht, Tim. Ich denke schon. Babette. Gib dir mir einen französischen Namen. Sag mal, hast du überhaupt Manieren? Ich? Offensichtlich nicht. Ich rauche immerhin nicht in der Wohnung. Und ich öffne den Gästen die Tür und ich biete den Tee an. Hast du denn schon mal... Ja, der geht auch ans Telefon und sagt einem, wo man hin muss, weil der Haus ja nicht zu finden ist. Und hast du schon mal drüber nachgedacht, auf E-Zigarette umzusteigen? Was total viel gesünder ist übrigens. Und auch nicht so stinkt. Ich habe kurzzeitig drüber nachgedacht, habe aber dann gedacht, ich will nicht riechen wie eine Oma in der Parfumabteilung. Sondern wie ein Schlot. Ich find, das heißt, ich kann deine ganzen... Ich finde Lagerfeuer sympathischer als Omas in der Parfumabteilung. Ja, wenn sie es so sagt, klingt es eigentlich ganz gut, ne? Ja, allerdings... Nix aber. Nimm's einfach mal hin. Nee, aber nicht in dieser Wohnung. Spießer? Sagt die Frau, die den ganzen Tag nicht aus ihrer Wohnung rauskommt, weil sie irgendwelche Malflash hat. Ja, ist das spießig? Ich glaube nicht. Ich denke auch nicht. Siehste? Aber du bist ja völlig trotzdem verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ah, habe ich dir übrigens erzählt, dass meine Prüfung wurde abgesagt. Ach so, dann bedanke dich mal bei Roland. Glaubst du wohl selber nicht, dass er das war? Bedanke dich trotzdem, vielleicht ist es irgendwie witzig. Na klar mache ich das. Alles klar. Jetzt darf ich die wahrscheinlich in zwei Monaten schreiben oder so. Ich bekloppt. Wäre irgendwie geiler, wenn du die Hintergrund hier gehabt hättest, oder? Wie weiß ich? Ich sag, das wäre irgendwie geiler gewesen, wenn du sie hinter dir gehabt hättest, oder? Mhm. Ja, das sollen wir machen, ne? Tja, wer sich beschwert. Ja. Aber ich meine, jetzt kann ich damit draften fahren. Das ist auch cool. Bali ist übrigens in Davids Zimmer mal kurz gucken gegangen. Das ist nicht das Problem. Wusste ich ja nicht. Da wird sie feststellen, dass es ein schön gemachtes Bett existiert. Also eigentlich kein Bett, sondern eine Matratze auf dem Boden. Bett. Ah ja, genau, wir haben ein Hochbett. Ja. Oh ja, super. Da kann sie nicht mal hochgucken, um deine dreckigen Schlüppern zu sehen. Toll, ne? Die da ja auch nicht liegen würden. Dafür habe ich aber selbst wenn, könnte sie es nicht. Sondern in der Wäschetonne, die noch nicht existiert. Wobei, vielleicht schon. Es könnte sein, dass du die aus deinem alten Zimmer mitgebracht hast. Genau. Wichtige organisatorische Dinge sind auf jeden Fall da. Ihr habt eine Liste. Ich habe eine Liste. Und sie wird da quasi feststellen, dass ich ein kleines Monster neben dem Bett liegen habe. Super Sache. Na, das ist weit offen auf deinem... Die Hochbetten beide haben eine relativ große Ablagefläche an der Kopfseite auch, ne? So wie so ein Nachttisch. Größer als ein normaler Nachttisch. Das heißt, das kann sie nicht wirklich sehen. So.
Es sei denn, du hast es halt nicht neben dein Bett gestellt, sondern erstmal woanders hin. Nö, ich hab schon halt schon direkt neben das Bett gestellt, weil hat man mir ja gesagt, dass ich das. Auf der anderen Seite wird sie höchstwahrscheinlich, da ihr auch gerade nicht da seid, mal kurz die Leiter ein paar Schritte hochklettern. Ja, kann ich mir schon vorstellen. Wird sie schon sehen, ja. Oh, ist auch kein Problem. Ich wäre gar kein Problem mit, ne? Bin das ja nicht anders gewohnt. Du bist ja auch nicht spießig. Eben. Ja, die würde noch irgendwann wieder zurückkommen zu euch. Und was sagst du zu der Butze? Hast du seine Pornos schon gefunden? Klar. Unterm Bett. nee, jetzt ist die zweite Schublade linken Schrank. Hm, okay. Hast du schon etikettiert? Waren sie ja vorher schon. Bitte? Waren sie ja vorher schon. Ich meine die Schublade. Ach so, nee, noch nicht. Bezeichnet. Ich weiß ja, wo alles ist. Wo ist ja nicht. Ach so, na gut. Muss ich mich ja nur fragen, wenn man was sucht. In der Schublade war ich tatsächlich nicht. Ich habe einfach nur gesehen, dass da ein Laptop stand. Da habe ich mir gedacht, da habe ich wohl die Pornos gefunden. Du hast mein Passwort geknackt. Respekt. Nein, hä? Ich habe gedacht, da sind sie wohl drauf oder du gehst damit ins Internet und dann reicht das ja. So. Ich muss ja auch nicht sehen, was du dir anguckst. Wirklich nicht. Ich habe selber einen Mitbewohner. So schlimm ist der Demo doch gar nicht. Möchtest du noch einen Tee? Wem von beiden redest du? Mit beiden. Ich hab noch Kaffee, danke. Bist ein guter Gastgeber. Das ist, ich komme jetzt wieder gern zu dir, Sophie. Was? Bist du vorher nicht gern zu mir gekommen? Naja, weißt du, es macht mir jetzt jemand die Tür auf. Hä? Früher hat dir auch immer jemand die Tür aufgemacht. Irgendwann haben die so getan, als wären sie nicht da oder hätten sie es nicht gehört, weil du ja nie irgendwo rangingst. Echt? Ja, bin ich mir ziemlich sicher. Hä, ich hab doch meistens die Tür irgendwie aufgemacht. Von den Sachen, die du mitgekriegt hast vielleicht. So wie heute. Vielleicht eine... Ach Mann, wie lange kennen wir uns denn jetzt? Nicht lange genug, dass ich das durchgehen lassen kann. Jedem sein Spleen? Jetzt entschuldige dich doch einfach. Ich lasse dir auch rasierte Arme und Rücken. Das ist ja wohl was völlig anderes. Durch meine Neigung wird keiner hier schädigt, aber ich muss... Naja, außer dem armen Mann. Ja, der macht... Ich nehme mir doch Männer, die da schon so sind. Ich will ja nicht noch erziehen müssen, um Gottes Willen. Aber wenn du mich draußen ewig stehen lässt... Entschuldigung. Ja, ist ja auch in Ordnung. Sieht übrigens ganz gut aus, was du gemacht hast. Hä? Ja, deine Skizzen. Ach so, ja, cool. Ja. Nee, was? Ja. Genau. So ist es nämlich. Jetzt sag nicht, du hast nicht mal mitgekriegt, dass du, als du aufgestanden bist, direkt runtergegangen bist. Natürlich habe ich das mitgekriegt, ich bin doch nicht blöde. Keine Ahnung. Hast du wenigstens den Tee getrunken, den ich dir vorbeigebracht habe? Welchen Tee? Okay. Der in deinem Zimmer steht. Neben deinem provisorischen Schreibtisch. Oh, da muss ich wohl nochmal gucken. Okay. Du schienst mir auch ein bisschen abwesend, als ich ihn vorbeigebracht habe. Ja. Jo. Was läuft bei dir, Wally? Wie hieß denn nochmal dein Ex-Mitbewohner? Martin, ne? Ich hab Martin gesehen. Hieß der auch Martin? Ja, der hieß schon vor deinem Martin. Oh, das ist gut. Ja, aber solche Namen sind halt einfach nicht gerade selten. Stimmt.
Passt schon. Wir haben jetzt immer eine Ausrede. Ich habe Martin gesehen. Mhm. Mit Marie. Ich gebe der Sache noch 2 Wochen und danach. Danach. Bin ich frei? Nein, danach werde ich überall verbreiten, was das für heuchlerische Mistsäcke sind. Das wird schön. Das sag ja, ich bin frei. Das ist mir egal, das bringt mir ja keinen Spaß. Ja. Aber ich freue mich natürlich für dich. Ja, ja, und dann wird sich jeder nur noch daran erinnern, was für ein fieser Dreckskerl der Typ ist. Ja, und außerdem, wenn du eine berühmte, angesagte Künstlerin sein willst, brauchst du auch viel mehr so einen Kram in deiner Biografie. Sonst kann ich keiner ernst nehmen. Niemand kann dich ernst nehmen wegen deiner Zeichnung. Du meinst, ich muss genug leiden dafür? Ja. Du musst halt Geschichten erzählen können. Jedes Bild braucht eine Hintergrundgeschichte. Das hast du gemalt, als sich dein vierter Mann betrogen hat mit deiner Nichte und hat sie gesehen. Das ist eine Geschichte. Mein vierter Mann mit meiner Nichte. Ja, sicher. Das klingt auf jeden Fall ausgedacht, aber das ist cool. Ja, das andere klingt ja nicht so ausgedacht. Das mit Martin und Marie, nee, das klingt nicht ausgedacht. M und M, haha. Sagst du, da geht was. Wie gesagt, ein paar Wochen müssen wir der Sache noch geben. Auf jeden. Und ich weiß auch, wer dich verraten hat. Oh, sag an. Lisa. Lisa. Die kleine Fotze. Na. Such dir gefälligst eine andere Beleidigung. Wieso? Außerdem ist ja vielleicht jetzt gerade mal besser so, dass es ja so ist, wie es ist, oder? Fucking Slut. Das macht's nicht viel besser. Ich werde dir das Leben schwer machen. Ich weiß noch nicht wie, aber ich werde es machen. Wo kommt denn die Rachsucht her? Ich weiß es auch nicht. Irgendwie, die vergeht auch gleich wieder. Ah. Es ist mir egal, ob das jetzt vielleicht besser so ist, wie es ist, aber es hätte auf jeden Fall stressfreier abgehen können. Da gibt auch zu, wenn es nicht so abgelaufen wäre, wie es abgelaufen ist, wärst du immer noch mit ihm zusammen und da. Also im Grunde ist es quasi perfekt. Ich habe keine Ahnung. Es ist halt irgendwie trotzdem alles irgendwie doof gelaufen. Es hätte so nicht laufen müssen. Außerdem verrät man jemanden einfach nicht. Das macht man nicht. Das stimmt. Es gibt Prinzipien. Man lässt sich nicht erwischen. Das stimmt. Dann hätte er mich vielleicht nicht so abfüllen sollen. Sie zeigt auf David. Ich meine, Lisa, die hätte sich nicht erwischen lassen sollen, wenn als Verräterin. Ich hab da auch vor, irgendwie die Marie und Martin an die Wand zu stellen, aber ich bin nicht so blöd und mach das irgendwie so öffentlich, dass man es zurückverfolgen kann. Tja. Das Internet. Ich würde nie sagen, dass du da einen Fehler gemacht hast. Ich halt zu dir. Hallo. Ja, das war schon nicht ganz richtig, aber trotzdem. Ah, Wäre er mitgekommen und hätte sich zu Hause rumgehockt. Oder wo auch immer er war. Zu Hause. Ah, nee, war er nicht. Der war nicht zu Hause. Der war auf seinem komischen Ausflug da. Ah, genau, bei seiner Exkursion. Wäre er nicht zu dieser blöden Exkursion gefahren, sondern hätte er irgendwas. Wäre er sowieso nicht mitgekommen. Ja, siehst du, also, genau. Stimmt. Irgendwie ist ja, weiß ich nicht. Ach, egal, so. Ich gieß dann nochmal ein bei den Leuten, ne? Danke. Wo ist denn eigentlich bei euch der Fernsehanschluss? Was? Ach nee, wir haben gar keinen, glaube ich. Nee, wir haben keinen. Wir brauchen auch keinen. Also braucht man Fernseher. Netflix und Chill, sagst du? Ja. Also ja. Wir haben festgestellt, man kann sehr gut auf dem Dach schlafen. Ja, das klingt normal. Ohne Scheiß, also. Ihr habt auf dem Dach gepinnt.
Ich hab's noch ein bisschen komisch geträumt, aber... Ihr verbringt eine Nacht hier und pennt auf dem Dach, weil euch die Wohnung schon zu viel wird. Kommt ihr noch irgendwie aus diesem Mietvertrag raus? Sagt mir bitte ja. Nee, es war einfach... Es war Zufall. Ja, also wir haben einen Wein von den Nachbarn gekriegt und... zum Glück ist die Flasche nicht runtergerollt, sagen wir es mal so. Profis! Deswegen war mir heute Morgen so schlecht. Also es war halt auch ein anstrengender Tag gestern. Ich glaube, es ist nicht gut, auf dem Dach einzuschlafen. Och, kannst du dich mal angucken, wenn du hier vorne die Treppe hochgehst. Nee, ich hab schon Angst. Ja, es ist total gerade. Überred sie nicht. Ich stand schon mal auf einem Stuhl, Gottes Willen. Schlimm, sagst du. Direkt schwindlig geworden. Nee, dann solltest du lieber nicht auf dem Dach gehen. Ich würde auch nicht auf dem Dach schlafen, selbst wenn es anders wäre. Was, wenn jemand runterrollt? Boah, ne? Dann kommt er wohl irgendwann an, würde ich sagen. Es ist noch niemand in der Luft geblieben. Ihr Norddeutsch und euer Fatalismus. Weil, das ist nicht mal Fatalismus, aber ja... Du hast natürlich recht. Hätte ich trotzdem nicht gemacht. Ich komme gern unten an, indem ich laufe. Das dauert immer so lange. Kann man halt machen. Ist vielleicht doof, aber sonst geht's. David, du bekommst einen Anruf. Auf dem Display steht... Mutti. Moin! Na? David, ich wollte nur mal fragen, wie es dir jetzt so geht, was du so machst. Du hast doch morgen hast du doch die Prüfung, ne? Da hätte ich jetzt vielleicht gar nicht anrufen sollen. Ach nee, die wurde abgesagt, der Lehrer ist krank geworden. Wir sind gerade umgezogen. Ich bin jetzt aus dieser blöden Studentenwohnung raus. Muss ich mich nie extra nicht mehr ärgern wegen diesen scheiß Fliegen. Abgesagt? Ja, abgesagt. Der Lehrer ist krank geworden. Und da geht das so einfach? Da geht's da nicht einmal anders, der das einfach machen kann? Der muss ja noch mal sitzen. Keine Ahnung. Ich habe einen Anruf gekriegt, wird abgesagt, nächsten Monat oder zwei Monate geht's weiter. Ja, nicht, dass du dann irgendwie deine Punkte nicht kriegst oder so. Ja, das müssen wir noch klären. Also ich wollte da gleich nochmal anrufen und mal gucken, aber sonst. Jetzt sitzen wir erstmal lecker beim Tee. Haben gerade Besuch gekriegt. Und. Du bist umgezogen? So plötzlich? Ergab sich. Ich schick dir noch die neue Adresse, das wollte ich jetzt sowieso heute Morgen tun. Ja, da kann ich ja nächste Woche mal vorbeikommen. Gerne. Bitte schön. Ja, klar, ich glaube, der Papa kann da nicht mitkommen, aber... Was sagen wir? Laura oder Stefan? Das muss ich auch noch überlegen, wie alt die sind. Fuck you, Daddy. Warte mal, Katrin ist 2 Jahre jünger, die ist 19. Ja, die Katrin vielleicht. Ich dachte, die hat noch Schule. Woher gut so am Wochenende? Nee, die müsste jetzt gerade mit dem Abi durch sein. Ja, müsste sie. Schon länger. Nee, die hat Zeit. Achso, das ist ja gut. Das schreibe ich die mal. Ich meine, am Wochenende auch. Das, ich meine, wenn, dann sowieso doch nur am Wochenende. Ja, das ist kein Problem. Wir haben hier noch so ein Zimmer. Sophie, ist es klar, wenn mein Bruder vorbeikommt nächste Woche? Ha? Was? Meine Mutter wollte vorbeikommen. Okay. Da können wir das übere Zimmer einfach mal vielleicht fertig machen für die, denke ich. Das kriegen wir hin, ne? Für nächste Woche? Übernächste Woche? Ist das deine Mutter, nicht meine? Ja, Mitbewohner müssen ja wohl fragen. Ja, so. Von mir aus hol dir so viele Besuche rein, wie du willst. Na siehst du. Geht klar, Mutter. Und mit wem bist du denn jetzt zusammengezogen? Sophie. Ja, von der hast du schon ein paar Mal erzählt. Genau. Die Engländerin, ne? Ja, genau, die Engländerin.
Und ist es sehr teuer in der neuen Wohnung, ja? Nö, die ist eigentlich, sagen wir es mal so, sie ist preisgünstig. Ja, das ist ja schön. Das ist ja schön. Ja, das ja, weiß ja, ich. Ich mal vorbei. Ja, sehr schön. Muss gleich ein bisschen dickere Decke mitnehmen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der Raum beheizt ist. Yes. Summer, my dear. Ja, also ich guck mal einen Wetterbericht an, aber ansonsten habt ihr doch bestimmt eine da, oder? Sonst bringe ja, ich, halt, bring ich was mit, ja. Eben, wollte ja nur gesagt haben. Ja, schön, schön. Du, da kümmere dich jetzt erstmal darum, dass das mit deinem Studium alles klar geht und dann sehen wir uns nächste Woche und ich rufe nochmal an, wann wir dann ankommen. Sehr schön. Dann, und die Adresse schickst du mir dann irgendwann die Tage nochmal. Ja, mache ich klar, gleich sofort. Ja, schön, da freue ich mich. Hab dich lieb. Was sagt eine Mutter, wenn der Sohn das sagt? Hab dich auch. Mein Schatz oder mein Spatz. Ist das nicht ein bisschen zu partnerschaftlich? Nee, überhaupt nicht. Es reicht auch ein ich dich auch, zum Beispiel. Ich dich auch. Tschüss. Tschüss. Hey Leute, ich muss solche Sachen fragen. Entschuldige ich bitte, ich komme aus einer Familie ohne Liebe. Das merkt man. Aber immerhin hatte die Alkohol. Und das nicht zu knapp. Ja, warte mal kurz. Alkohol ersetzt Liebe, weiß man doch. Ja, stimmt. Fühlt sich beides warm im Bauch an und macht lustig. Deswegen sieht dein Gesicht auch so komisch aus. Ja, warte mal kurz. Das ist nur mein Kopf, der ein bisschen größer ist als bei anderen Menschen. In deiner Familie gab es viel Alkohol. Ja, wir sind auch blaublütig. Das ist auch... So eine Mutterleib. Komm, ja, ich bin ja froh, dass er das Heroin abgesetzt hat vorher. Mehr konnte ich da wirklich nicht verlangen. Das stimmt. Das muss wahre Mutterliebe gewesen sein. So is it. Die ist 9 Monate clean gewesen, das Ding. Stell dir das mal vor. Das hast du noch nicht hingekriegt. Deine Mutter, musst du dir dann musst du dir dich dann auf einen Vortrag einstellen, dass die Wohnung ja nicht angemessen ist oder ach, was weiß ich? Nein. Okay. Alles easy. Die weiß, wir haben hier gar nicht so viel Kohle, dann muss man auch mal ein paar Rückschritte machen. Ist okay. Das ist, okay. Damals nach dem Krieg hatten die auch nicht so viel. Na ja, gut, so alt wird deine Mutter ja wohl noch nicht sein. Ja. Brauchst du da noch irgendwas? Muss da noch irgendwas fertig gemacht werden, oder? Ja, ich muss mir gleich mal in den Raum gucken, mal gucken. Muss halt aufgeräumt werden, sodass die zu zweit da schlafen können. Da bringt meine Schwester mit. Okay. Wahrscheinlich. Du meinst also, wir besorgen nochmal 2 Gästematratzen? Sisi, irgendwie sowas. Und ein Gästebett. Ich muss hier eben kurz nochmal die Adresse schreiben. Ich schreibe dir die Adresse per WhatsApp. Sag mal, deine Mutter hat aber keine Vogelallergie, oder? Wir kommen vom Land. Natürlich nicht. Was weiß ich? Ich meine, ja, das stimmt schon. Nee, deswegen kommt ja auch nur Muttern vorbei und nicht Vatern und Muttern, weil irgendjemand muss ja um die Stelle kümmern. Ja, irgendeiner muss schaffen, ja. Schön, da sollst du mal deine Mitwohnerin noch erziehen, dass sie dann gleich einen guten Eindruck macht. Dass sich deine Mutter nicht für die Zeit sorgt. Du, ich habe da ganz schlechte Erfahrungen. Da kamen meine Eltern mal und da hatte ich das halt nicht gemacht und boah, musste ich mir da monatelang was anhören. Nicht, dass ich dann irgendwie mit solchen Lumpen zusammenwohne, nicht, dass es abfärbt und so. Das Schlimmste wissen die ja schon, die Engländerin. War das meine Schuld? Nee, du warst da gar nicht da. Ach so, gut. Ich wollte nur sicher gehen. Nein. Ja, sie wissen ja, dass die Engländerin. Also es von schlimmer kann es nicht werden. Du meinst, damit kann man das dann alles begründen? Ja, gut, klar. So. Ja. Ja, also EU-Ausländer, ne? Sie weiß es nicht besser. Sie kommt davon.
drüben. Von außerhalb. Die Wirtschaftsflüchtlinge. Du weißt auch, die tunken da ihre Chips in Essig und ihre Schokolade im Pfefferminz. Ich meine. Völlig beglockt, sag ich dazu nur. Sophie greift neben sich. Dort steht ein Schächtelchen After Eight. Das war die, die mitgebracht hat vorhin. Passend zum Gespräch packt sie leise knisternd ein solches Täfelchen aus und beißt genüsslich in ihr After Eight. Sehr schön. Erstmal alle Klischees erfüllen. Nee, dazu bräuchte sie größere Vorderzähne. I don't know what you're talking about. Harry Potter. Jetzt ist sie wieder so überheblich und kommt wieder mit ihrem feinen Englisch. Mhm. Dabei können die Engländer alle gar kein Englisch. Stimmt. Warte mal kurz, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Doch. Engländer können einfach, die sprechen halt alle auch nur Dialekt, beziehungsweise benutzen halt einfach keine Zeiten. Hm. Wir benutzen aber auch Zeiten, die benutzen doch auch keine Zeiten, deswegen sprechen wir ja trotzdem Deutsch. Ja, aber, ne, also, scheiß Deutsch, beziehungsweise scheiß Englisch. Ja, okay, gut. Seid ihr fertig? Womit? Ich weiß nicht, ich war gerade so schön in Fahrt, ich wollte mir noch ein bisschen was anhören. Nee, du kannst nicht immer nur daneben stehen. Ist auch deine Verantwortung hier. Sehe ich jetzt nicht so. Hm. Bist in der Tradition eines großen Hauses, einer großenartigen Nation. Und muss das halt hochhalten, ne? Hm. Schwere Bürde lastet auf meinen Schultern. Habt ihr eigentlich, als ihr eingezogen seid, überall mal ein paar Fotos gemacht, damit ihr dann später die Kaution zurückkriegt? Weil ihr so, sonst sagt ihr, was ist das hier für ein Zustand? Keine Kaution. Natürlich nicht. Das stimmt, sonst würde ja auch keiner einziehen, da hast du recht. Und kaum nicht, Miete. Also. Nicht, weil die Wohnung so hässlich ist, sondern weil du ja schlecht nachweisen kannst, was vorher und was nachher beschädigt war. Natürlich nicht. Hm. Und über die Hässlichkeit der Wohnung musst du dich nicht aufregen. Irgendwann wird sich schon die Zeit finden, dass man hier mal streicht und dann sieht das auch schon alles ganz anders aus. Nein, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich war halt nur, das siehst du ja nicht gleich alle Tage, ist doch in Ordnung. Vielleicht besorge du bist ich auch doch eine Blümchen-Tapete für die Küche oder so. Hm, dann schenke ich dir auch einen beigen Faltenrock. Echt? Und eine Schürze mit Blümchen. Du hast mich so gerne. Und dann sprechen wir einfach nicht mehr miteinander. Was ist denn jetzt los? Wenn du beige wirst. Ich werde nie beige werden. Das hoffe ich doch. Ich werde sandfarben werden oder ocker, aber nicht beige. Ocker. Hm. Ist Ocker nicht irgendwie so eine Art Gelb? Gelbbraun. So ein schönes, Kastanienfarben, so ein freches wäre auch noch denkbar. Zinnoberrot. Na, das ist schon ein bisschen viel, meinst du nicht? Hm. Aber Kastanienfarben auch. Ist ein bisschen nuttig, nee, Kastanie geht noch. Zinnober ist einfach schon zu rot. Wenn ihr das meint. Kennst du das nicht, dass alte Leute in 1000 verschiedenen Brauntönen rumlaufen? Lachsfarben ist auch mal sehr beliebt. Mm. Naja, es ist halt viel praktischer auf dem Hof, wenn man dann so gerade im Garten steht. Die meisten leben aber nicht auf dem Hof, die meisten alten Leute. Ist aber viel gesünder, das zu tun. Ist man direkt bei der Familie. Hat ja, nur was zu tun. Ja. Wenn ich 70 bin oder 80, dann wünsche ich mir auch, dass ich auf einem Hof wohne, denn wenn der unvermeidliche Herzinfarkt dann kommt, dann ist der nächste. Oh. Jo, dann bist du halt tot. Tja, das ist ja ziemlich gesund, tot zu sein. Ja, aber du kriegst ja wahrscheinlich nicht so schnell einen Herzinfarkt, weil du bist ja jeden Tag in der frischen Luft. Da hast du ja dein eigenes Gemüse, was du angebaust und so weiter und so fort. Und nichts schmeckt besser als die
Wie hole ich denn das aus der Erde mit meiner Arthritis? Also, David. Also, du meine isst... Oma lebt auch noch, das ist dir bewusst, oder? Ja, das ist jetzt aber ein komisches Studio mit einer Person. Ich sag mal so, das ist alles in Ordnung. Du, ich will mich da nicht wirklich einmischen. Ich würde sagen, du bleibst bei gesunder Ernährung und frischer Luft und wirst damit 90. Und ich vertraue auf Medizin. So, und dann gucken wir mal, wer als erstes in den Boden fasst und sich da hier, wie heißt die Krankheit? Ich vergesse es immer. Die man sich im Boden holt, die Bakterien. Tetanus. Da. Genau, und dann guck mal, wer von uns beiden als erstes an Tetanus stirbt. Meine Oma ist auch an Tetanus gestorben. Die ist ja auch geimpft worden von der Medizin. Ja, und ich ja auch. Das heißt ja nicht, dass wir in der Mond leben, nur weil wir auf dem Dorf groß geworden sind. Ja, aber du willst mir erzählen, dass man mit frischer Luft und Gemüse länger lebt als mit Pillen. Irgendwann möchte ich mal mitkommen. Irgendwie mir dieses Dorf angucken und dann möchte ich auch bitte eine Scheunenfete erleben. Das habe ich noch nie mitgemacht. Das kriegen wir hin. Dann suche ich irgendwie so ein Volksvermehrungsfest raus und dann kannst du mit der Landjugend saufen. Schick mir Bilder, ja? Kommst du einfach mit? Du, da habe ich schon was vor an dem Tag. Achso, wir haben auf dem Hof... Die haben wir... Kerle haben keine rasierten Arme, da kommt sie nicht mit. Das ist ja auch ultra schwul. Stimmt, aber das glaubt sie mir nicht. Tja, das sagen nur die Kerle, die keine abkriegen. Ich will auch keinen Typen mit rasierten Armen abkriegen. Ja, du kriegst auch keine Frau, wenn du es nicht machst. Sie lügt. Keine ja. Richtige? Pretty little liar. Frauen sollen sich überall ständig enttarnen müssen und Männer nicht, oder was? Du kannst es ja einfach mal lassen. Ja, toll. Dann habe ich bestimmt große Auswahl. Es gibt für alles einen Fetisch? Ja, ich will aber nicht irgend so ein Fetisch-Hannes. Vielleicht heißt es ja auch Günther oder so, keine Ahnung. Ja, ja. Nee, aber ganz ehrlich, rasierte Arme, wo sind sie denn hin? Ganz ehrlich, Frauen mit rasierten Beinen, das geht gar nicht, oder? Das machen die, um sich selber hübsch zu finden. Ach, Quatsch. Das machen sie, weil sie hübsch gefunden werden wollen, wie jeder andere auch. Ich finde, wenn Frauen sich ständig da irgendwie Gedanken machen müssen und ständig irgendwie hinterher sein sollen, dann können Männer ruhig auch ein bisschen mal sich den ganzen Schwurbel vom Rücken kehren und von den Armen und vom Gesicht und unter den Achseln. Wie sieht das denn aus? Unterm Sack. Wie das aussieht? Na, das sieht einfach gepflegt aus. Nicht wie ein Höhlenmensch. Ja, bleib du mal bei deiner Meinung. Ja, bleib du mal bei deiner Meinung. Bin ich doch. Verdammter Shovi. Was hast du jetzt mit Shovi zu tun? Ja, was hat denn... Hallo? Du erwartest was von den ganzen Frauen? Nein, ich erwarte es nicht. Die bringst du einfach von Haus aus mit. Ah, ja. Wenn du dich nicht rasieren möchtest, dann tu es doch nicht. Gegenfrage, würdest du sie dann noch attraktiv finden? Ich finde sie ja auch so gar nicht attraktiv. Danke, aber bitte? Auch bei anderen Frauen, tu nicht so, als wäre es dir egal. Das ist einfach nicht wahr. Ah, für mich zählen nur die inneren Werte. Die hat bestimmt gute innere Werte, das sehe ich von hier. Das nächste Mal, wenn du in deinen einen Schieber gehst mit den ganzen Pono-Häftchen, da klebst du mal so richtige Tonne Beinhaare an die Frauen und dann versuchst du mal und guckst mal, ob sich da was regt. Oder ich bring dir mal ein 70er-Jahre-Porno mit. Und? Nee, mach ich doch nicht. Ich will das Ergebnis dann nicht wirklich überprüfen. Ich will auch nicht, dass du es mir wollen sagst. Wollen wir uns zusammen den Porno angucken, sagst du? Da, an dem Abend habe ich auch schon was vor. Du bist ganz schön ausgebucht, ja. Ich bin eine beliebte Frau. Kann ich mir kaum vorstellen. So. Aber genug der Nettigkeit. Er kriegt eine Fatsche auf den Hinterkopf. Ja. Danke. Bitte. Das war mir jetzt so ein bisschen zu unwürdig, das selbst zu machen, aber ich schätze das trotzdem. Wenn ich dich schon nicht reingelassen habe, muss ich dich wenigstens rächen. Das war gemein.
Ah, die wichtigen Sachen zählen. Sag mal, welche sind dann eigentlich dein Fenster? Nee, anders. Wo klingel ich hier, der mich dann reinlässt und dann bei dir irgendwie gegen die Tür hämmert? Kannst mich einfach wieder anrufen. Klingel, die über uns drüber ist oder ganz unten. Dann landest du bei unserem Vermieter, der lässt dich bestimmt rein. Oh ja, der ist nett. Netter Vermieter. Hm? Hm. Okay, danke. Nee, David, geht ja nur darum, wenn du mal nicht da bist oder so. Ja, ist ja easy. Was bist du denn jetzt so? Ich hab doch nur, hallo, ich kann nicht. Du bist doch bestimmt ganz häufig unterwegs und suchst dir eine Frau mit inneren Werten. Da kann ich doch nicht drauf bestehen, dass du immer da bist und mich reinlässt. Da hast du allerdings recht. Aber wenn ich da bin, kann ich auch mit reinlassen. Da kein Problem mit. Das ist sehr nett von dir. Wollen wir uns mal in dein Zimmer verziehen? Ich muss dir noch was erzählen. Erzähl mir was. Dann wird sie in dein Zimmer gehen. Ja, sie kommt mit. Und ich sag dir, was die dir erzählt. Das ist einfach. Da glaubst du nicht. Das hättest du im Leben nicht gedacht, meine. Das ist einfach unglaublich. Wir haben aber nicht erfahren. Wir machen jetzt nämlich Schluss. Okay. IOT. Also über das Feminismus hier spreche ich, das halbe muss ich natürlich nicht reden. Ne? Ich glaube nicht, das war, was eure Nachfragen waren. Geh mal in die andere Richtung, geh mal in die Richtung der Träume. Mich hat das A verwundert, dass die beiden das gar nicht kannten, diesen Aberglauben, dass der erste Traum in der neuen Wohnung wahr wird. Aber naja, gut. Ja. Fangen wir mal von an. Sandro und alle seiner Art werden immer flüstern. Lebt damit. Ich denke, es ist zu verstehen. Ich versuche es nicht zu sehr ASMR-mäßig zu machen. Euch zuliebe. Aber das wird sich nicht ändern, weil ansonsten brauche ich kein Changing spielen. Die können nur flüstern. Ende. Zu Daddys Traum, denke ich, gibt es auch erstmal gar nicht ganz so viel, weil der einigermaßen, der könnte klarer gewesen sein. Außerdem habt ihr es mit Daddy und seinem Charakter immer leichter, weil Daddy genauso viel Ahnung hat. Also nicht wesentlich mehr Ahnung hat vom System und von der Spielwelt als ihr. Bei Flummi ist es anders. Das heißt, Flummi kennt auch schon ihr Thema. Und der Charakter Sophie ist viel intuitiver angelegt. Und weißt du, halt so eine richtig verschrobene Künstlerin, die einfach irgendwelchen ganz wirren Kram macht und den auch nicht zwingend begründen kann und muss und möchte. Ja. Das heißt, was die macht, ist nicht zwingend immer für jeden verständlich, denke ich. Und die lässt sich auch mehr auf alles ein, auch in den kommenden Folgen, was ich so anbiete, und nimmt das einfach hin, weil sie halt einfach so ein Mensch ist. Das ist auch in Ordnung so. Ich halte es immer für fraglich, wenn sie ein System schon kennen und dann diesen Neubeginn spielen, so ultra, oder das kann ich ja jetzt gar nicht glauben, es gibt also Vampire, nein, jetzt bin ich einer. Was muss ich dann jetzt also? Blut trinken? Aha, kann ich jetzt nicht über fließende Gewässer gehen? Oh doch, das kann ich. Oho, das habe ich ja noch nie gehört in meiner 10. Vampire-Runde. Könnte gestelzt wirken. Deswegen machen wir das auch nicht. Genau. Zu ihrem Traum selbst. Das Einzige, was ich dazu sagen möchte, wir haben nachher halt noch kurz drüber gequatscht und ich habe ihr gesagt, dass er sich fast mit ihr duelliert hätte, als sie ihn banal nannte. Und dann hätte sie halt die Waffen wählen dürfen. Das ist ja so bei dem ordentlichen Duell. Wenn man herausfordert, dann sagt man, bitte wähle deine Waffe. Danach wähle ich meine. Und sie sagte mir dann, sie hätte dann gesagt, dann nehme ich eins dieser 4 blockierenden Schwerter da. Und da hätte er sie zur Siegerin erklären müssen. Denn die Schwerter durfte er nicht geben. Und sie hätte alles kaputt gemacht. Daran hatte ich gar nicht gedacht. Das ist eins der coolen Sachen an Changeling, die halt gehen, dass man häufig gegen einen übermächtig scheinenden Gegner gewinnen kann. In irgendeiner Form, wie auch immer. Durch sogenanntes Outsmarten.
wie wir Profis das nennen. Das war da ein gutes Beispiel. Ich hatte auch einfach nicht dran gedacht. Und ja, vielleicht beim nächsten Mal. Oder so. Ansonsten denke ich, war eigentlich alles klar. Ich muss jetzt auch los. Der Wanz hat Hunger. Tschüss.